Neben mir stehen nun der erste Vorsitzende des FC Langen, Stefan Seibel, und der zweite Vorsitzende des FC Langen, Stefan Schmidt. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Und zwar, wie sind Sie zu diesem Spiel heute gekommen? Das Spiel ist zustande gekommen über den Teamsport in Egelsbach, über den Alexander Rothweiler, der sehr gute Kontakte zur Frankfurter Eintracht hat. Und der hat es ermöglicht, dass wir eines von diesen vier Spielen kriegen von dieser Hessentour. Okay, und was bedeutet dieses Spiel für Ihren Verein oder für Sie auch persönlich? Also für unseren Verein ist das natürlich eine ganz, ganz große Sache. Das letzte Mal, wo ein Bundesligist in Langen gespielt hat, ist, glaube ich, 50 Jahre her. Selbstverständlich ist es auch, Sie sehen ja, so viele Leute haben wir normal nie. Wir haben einen A-Klasse-Verein, da kommen 100 Zuschauer. Es für uns, für mich persönlich bedeutet es eine große Befriedigung und Zufriedenheit, weil es ja auch eine Riesengeschichte ist, auch finanziell am Ende. Ja, wie Sie gerade das Finanzielle angesprochen haben, es werden wahrscheinlich viele Spendengelder zusammenkommen. Was wird mit denen passieren? Also die Haupteinnahmen für heute, man sieht es hier durch die wunderbare VIP-Terrasse, das sind die Hauptsponsoren von dem Spiel, den haben wir auch damit zu verdanken, damit wir von den kostendeckend, was die Eintracht, was wir bezahlen müssen, auch kostendeckend arbeiten können. Und für uns ist natürlich ganz, ganz wichtig, sehr viel in Infrastruktur hier in den Sportplatz zu stecken, in das Waldstadion, es muss einiges noch gemacht werden. Und natürlich auch in die Jugend, das ist uns ein ganz großes Anliegen, dass wir die Gelder, die wir hier einnehmen, einmal in das Sportliche auch investieren, sowohl in die Jugend als auch in die erste Mannschaft. Und was erhoffen Sie sich bei dem Spiel von Ihrer Mannschaft? Ja, wir erhoffen uns, dass es nicht ganz so übel wird. Also ich denke, sie werden einige Tore kassieren. Und ja, aber das ist eher nebensächlich. Für die Jungs ist das eine ganz große Sache, für so vielen Leuten zu spielen. Und deshalb sage ich einfach, wir erhoffen uns ein faires Spiel und kein so hohes Ergebnis. Okay, letzte Frage. Möchten Sie beide einen Tipp abgeben für dieses Spiel? Ja, wir hoffen, dass es einstellig bleibt. Ich sage 14-1. Okay, vielen Dank.